Töten steigt! So macht man das. Fühlt sich gut an. Das ist mein Stau. Bitte! Kommt alle zusammen! Ja, Markle!
lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Der Baum. Gut gefällt. Sie wissen, dass wir da sind. Kommt, alle zusammen! Doch sicher genug. Wir sollten ins Dorf zurückkehren. Danke, Fremder. Eurer Stimme kann man trauen. Kommandeur, es ist Garn. Er ist aus dem Dorf gelaufen, ist einfach über den See gerannt. Ich glaube, Garn kann auf sich selbst aufpassen. Vielleicht. Ich mache mich auf die Suche nach ihm. Ihr da! Wir Graham, müssen diesen Schrein nicht raus auf den See! Das ist ein Befehl! Und ihre Essenz dem Adler darbieten. Verdammt!
dazwischen? Alles nach Sprechen stiller Wasser zurück. Haltet euch nicht zu lang unter den Bäumen auf und hört nicht auf das, was sie euch sagen.
Javi? Kommandeur? Habt ihr Garm gefunden? Garm und etwas anderes. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, Draka aufzuhalten. Wir sind ganz Ohr. Raham? Wer ist das? Ihr solltet einfach zu mir kommen. Nordöstliche Ecke des Sees. Alter Schrein. Schwer zu verpassen. Das ist ganz nah bei Draka. Ja. Wir sollten Verstärkung mitbringen. Für alle Fälle. Nein. Sollte Braham... Wir dürfen nicht noch mehr Leute riskieren. Nur ihr und ich, Javi. Ich treffe euch dort. Haltet euch bereit. Wir müssen den verdorbenen Geist des Vielfraßes beruhigen. Bitte, bringt alles, was ihr in diesem Wald an Schrein.
Beweisen, indem ihr zum Ochsen werdet. Ich kann euch für kurze Zeit.
Augenblick ja. Gepanzert. Nette Sachen. Das zweite Mal, dass ihr einfach verschwunden seid. Was ist denn los? Tut mir leid. Ich hörte nur... Er muss nur erklären... Braham, hört mal. Was da auch mit euch gesprochen hat, es ist nicht das, was ihr denkt. Heiliger Wolfsgeist. Ich habe sie hergebracht, großer Wolf. Ihr kennt mich zwar nicht, doch ich kenne euch. Obwohl ihr kein Normblut in euch habt, sind eure Taten ihre größten Legenden wert. Ich fühle mich geehrt.
Habt Dank. Nun, ihr fragt euch gewiss alle, weshalb ich euch herbeirief. Er hat einen Plan, Draka mit Hilfe der verlorenen Geister der Wildnis das Handwerk zu legen. Tut mir leid. Vermutlich wolltet ihr das sagen. Aber Wolkensucher war sich sicher. Die Kodan ignorieren unsere Stimmen. Sie können nicht mit Ochse, Adler oder Vielfraß sprechen. Doch Braham kann das. Warum ich? Ihr habt den Fangzahn der Schlange geknackt. Jetzt ist es euer Schicksal, dass ihr Jormark entweder tötet oder ihm verfallt. Alle Geister wissen das. Sogar Entführte und Verdorbene. Ihr müsst zu ihren Schreinen gehen, ihre Kraft fordern. Fordern? Werden sie mich überhaupt anhören? Nein. Ihr müsst sie dazu bringen. Ihr seid ein Norn der Prophezeiung, doch noch kein wahrer Norn. Den Wolfspelz tragen kann jeder. Doch nur wahre Norn können zum Wolf werden. Sagt ihr etwa, wenn ich das tue, dann kann ich zum Wolf werden? Nehmt die Kraft der verlorenen Geister. Nutzt sie gegen Draka. Nur dann werdet ihr einen Platz für meinen Geist in eurem eigenen finden. Wartet! Verdammt nochmal! Der Wolf vertraut euch. Er glaubt, ihr könnt das schaffen. Und ich auch. Ja, ist gut. Kommandeur, wir treffen uns bei diesen Schreinen. Und ich werde bereit sein. Ich weiß, dass ihr es sein werdet. Yavi, könnt ihr und die Kodan Draka Druck machen? Ihn von uns ablenken? Es wäre mir ein Vergnügen. Okay.